So wurden auch die Ergebnisse von Garmo korrigiert. Garmo existierte nicht erst um 4700 vor Christus, sondern schon um 6200 vor Christus plus minus 150 Jahre und war für rund 300 Jahre besiedelt. Braidwood hatte tatsächlich die Anfänge der menschlichen Landwirtschaft gefunden oder, wie die Archäologen sagen, der neolithischen Revolution. Der Kampf um Troja ist noch lange nicht vorbei. Grabungsalltag und Expertenstreit auf einer archäologischen Großbaustelle. Gemessen an seiner Bedeutung ist der Hisarlik-Hügel in Sichtweite der Dardanellen-Meerenge recht unscheinbar. Abgesehen von der teilweise freigelegten Verteidigungsmauer des homerischen Troja hat der Ort nichts Monumentales zu bieten. Keine Paläste, keine Säulengänge. Daran konnte auch der amerikanische Archäologe Carl Bletchen nichts ändern, der nach Schliemann und Dörpfeld in den 1930er Jahren dort ausgrub. Anschließend war die Grabungsstätte 50 Jahre schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt. Die türkischen Behörden taten nichts, außer Eintrittsgelder zu kassieren und ein hölzernes Pferd aufzustellen.